Ich möchte einen historischen Sieg miterleben, ein zweites Córdoba, so wie unser Goleador es gesagt hat und so wird es eintreffen. Wem drücken Sie die Daumen? Na, selbstverständlich uns. Ich glaube, die Deutschen gewinnen. Das glaube ich auch. Wir wünschen, dass Österreich gewinnt, aber wahrscheinlich wird Deutschland gewinnen. Merken Sie einen Unterschied zu den Männern? Man hört ja oft, die spielen nicht so gut und deswegen kriegen sie nicht so viel Unterstützung. Was würden Sie dem entgegensetzen? Die Menschen sollen sich mal ein professionelles Frauenfußballspiel anschauen und dann vielleicht ihre Meinung nochmal überdenken. Ich finde es unmöglich, dass es diesen Gender Pay Gap gibt und Frauen so viel weniger verdienen als die Männer auch im Fußball. Dass unsere Nationalfrauen, die das professionell betreiben, nicht einmal davon leben können, obwohl das eigentlich ihr Hauptberuf sein sollte, finde ich, ist ja, eigentlich ein Ding der Möglichkeit und es ist 2022. Da mal was. Deutschland ist scheiße. Also wir haben die Spiele irgendwie immer alleine angeschaut bisher und jetzt, dass so viele Leute da sind, hat mich eigentlich sehr verwundert. Und vor allem, dass auch viele Männer da sind, finde ich total schön. Ja, die Frauen sind erfolgreicher als die Herren in Österreich. Und die Frauen sind allgemein auch, ja, das Spiel froh, ist intenser. Es ist so jetzt ein Ding ist, weil die Frauen bei Österreich sind nicht so scheiße wie die Männer. Shoutout Marko Arnautović. Ich war einmal im Stadion beim Fußballspiel und der Junge hat dreimal das Foul verfehlt. Aber es geht weiter. Keine Zeit verlieren. Was sagen Sie dazu? Ich bin trotzdem stolz drauf, weil die Männer haben nicht einmal so weit geschafft. Ja, sehr enttäuschend auf jeden Fall. Haben Sie geglaubt, wir gewinnen? Am Anfang auf jeden Fall, weil die Chancen waren da. Sie schauen auch ein bisschen traurig aus. Ja, aber ein bisschen enttäuschend auf jeden Fall. Okay, haben.